Ja, ich weiß, sind immer noch schwarze Schweine, aber mir ist ein Wildschwein und fertig. Schwein im Wald. Also, ist ein Wildschwein. Jetzt komm her. Ach, lebt er noch. So, einer links und einer rechts und noch mit dem Schwert und fertig. Jetzt hier hoch. Wenn schlecht ist, hier geht's jetzt auch noch irgendwo hin. Keine Ahnung wo. Scheint ein extra Weg zu sein. Weil oben drüber geht noch eine Brücke. Das wird wohl der Pass sein. Ja. Schauen wir uns aber erst nochmal um hier. Ob es hier noch etwas gibt, bevor wir jetzt hier gleich durch die ganze Welt rennen. Oh, oh, oh. Okay. Quicktime Events. Mitten in der Welt. Das ist natürlich mal was Neues. Komm her, komm sterben. Papa hat noch keine. Papa hat noch nichts gegessen. So. Au, was soll denn das? Oh, schon, jetzt geht sterben. So, nächster, komm schon. Ich sehe schon, komm. Wenn man wieder am Ende vom Spiel ist, guckt man ein Schwein böse an und stirbt. Jetzt komm her. Na also. Ja, hier, das waren noch drei. Na also. Jedes Mal ein rohes Fleisch. So lässt sich's leben. Okay. Also, weiter geht's. Zum nächsten Turm. Also, auf der Insel stehen sie auf Türme, oder? Jeder zweite baut nur einen Turm. Oder mit einem Typ davor. Wer schon wort kurz Essen gekocht. Fisch. Also, so lässt sich das aushalten. Nur das 16 Proviant dabei. Noch eine Kiste, solange keiner hinguckt. Proviant und Perle. Perle 50 Gold wert. Ist natürlich ja, nicht verkehrt. Solange ihr noch wegguckt, könnt ihr mal einfach mal kurz bedienen hier drin. Sich wieder verschlossen, ist ja klar. Körperfahrten. Die Piraten raubten alles bis auf den letzten Penny aus und nahmen es an Bord. Das Prunkstück war ein wertvoller Handspiegel der Gouverneurstochter. Als sie zurückgekehrt waren, genehmigten sie sich erst einmal einen ordentlichen Schluck Rum. Bei einem Spiel gewann der Wirt jedoch den Spiegel und rückt ihn erst gegen einen angemessenen Preis wieder heraus. Interessant. Okay. Neue Quest, der Handspiegel. Legendäre Gegenstände. Ah. Ein Spiegel soll in der Taverne von Takarigua finden. Okay. Sonst gibt's hier nix. So, wer bist du? Jack. Cool. Ahoi, Junge. Lässt du dir den Wind um die Nase wehen? Ich bin Jack, der Turmwächter. Bin früher selbst zur See gefahren. Und jetzt machst du dir einen ruhigen Lebensabend. Ha, schön wär's, Junge. Ruhig ist hier gar nichts mehr. Nicht seit die Termiten hier aufgekreuzt sind. Termiten? Wie? Ja, und jetzt kommst auch noch du. Und ich frage mich, was du willst. Ich will dir jedenfalls keinen Ärger machen. Ich suche nach Captain Stahlbart. Na, wenn das so ist, dann sind so ein paar Termiten bestimmt kein Problem für dich. Und schon gibt's was zu tun. Na also. Wegen der Termiten? Ja, die Mistviecher lassen mich einfach nicht in Ruhe. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Greifen sie dich an? Nein, nein. Die Kleinen sind harmlos, solange man sie in Ruhe lässt. Nur vor den Großen musst du dich in Acht nehmen. Ist das nicht immer so? Keine Sorge. Du kannst bald wieder ruhig schlafen. Wir kümmern uns um die Termiten. Dafür werde ich mich auch erkenntlich zeigen. Wo ist das Nest? Geh runter zum Strand und folg den Viechern, die da rumwuseln. Wenn du sie nicht angreifst, kannst du ihnen bis zu ihrer Höhle folgen. Da ist noch eine Sache. Wo drückt der Schuh? Ich habe da ein Geschäft mit Buß laufen. Ich liefere den Piraten Zucker und dafür kriege ich Rum. Als mein Kollege aus Sakariko des Nachts kam, waren die Termiten am Strand. Tja, er wollte sie vertreiben und hat sie angegriffen. Hätte er es nicht besser wissen müssen? Ei, immerhin hat er es überlebt, aber die Viecher haben die Lieferung in ihre Höhle geschleppt. Verstehe. Wenn du die Lieferung findest, dann bring sie gleich zu Buß. Oh mein Gott! Termin am Zug gestohlen. Das geht natürlich gar nicht. Also.
Sieht mir doch ziemlich nach einem Weg runter aus. Und wir laufen. Ja, wir laufen. Und ich sehe... Was zur Hölle? Also mal ernsthaft, was zur Hölle? Also wenn bei den Termiten so aussehen, dann weiß ich auch nicht. Mit denen schaffen wir das. Ach komm. Ach, jetzt laufen sie normal. Ach, das sind Termiten, die einfach so... sich... Okay, ich kann wieder nichts von ihnen mitnehmen. Gibt's hier irgendwas zu holen? Nö. Aber hier gibt's ein Boot. Boot? Und ne... Wow! Riesen... Moment. Krabbe? Moment, kurz an noch hinsetzen. Riesenkrabbe? Riesenkrabbe. Ha, tatsächlich. Der ich keinen Schaden zufüge. Ach, mi. Ah, okay, jetzt aber drauf. Stirb. Daneben, war ja klar. Na, also. Gibt's hier was? Eine Muschel. So, und jetzt Ruderboot. Nach Puerto Sacarico rudern. Ah, das ist natürlich praktisch. Okay. Moment, hier gibt's noch was, oder? Ein Karren. Na, Kiste. Okay, perfekt. Krog und wieder eine Muschel. Die Muscheln öffne ich dann nachher bei Bedarf. Und noch ein Warzenschwein. Komm, verpiss dich in den Wald und geh hier weg. Okay, wenn ich hören will, muss fühlen. Ich sehe gleich die nächste Termite, die allerdings gegen seine Warnung wirklich überhaupt kein Problem sind. Das ist auch praktisch, sobald sie die Haltung ändern, weiß man sofort, dass sie einen angreift. Sehr praktisch sowas. Ja, ich weiß, niemand legt sich mit einer Stahlbart an. So langsam habe ich den Satz verstanden. Oh, da kommen schon die nächsten. Und immer fest steht drauf. Und ich sehe da hinten schon Termitenkrieger, der nicht irgendwie dreimal so groß ist wie der Rest. Kommt gleich die nächste. Wo die herkommt, kommen sicherlich noch mehr. Ach, oder so. Gibt's hier hinten noch was? Jawohl, da sehe ich schon wieder eine. Geh sterben. Aha, ist ja gut. Danke. Und nochmal eine. Wunderbar. Wirklich wunderbar. So. Also. Ach, nummel eine. Verdammt. Das waren jetzt 8 von 10 Termiten, okay. So, irgendwo rennen noch 2 rum. Wenn es bei euch mal gerade kurz geraschelt hat, liegt daran, dass ich mich am Ohr gekratzt habe. Termitenkrieger. Na gut, die sind jetzt auch nicht wirklich besser. Ach, daneben. Klasse. Warum trifft sie eigentlich immer? Das ist doch nicht fair. Entschuldigung. Also. Oh, schon stirb. Brav. Also, sehr, sehr, sehr dunkle Höhle. Oha. Okay, aber soweit ich weiß, haben wir ja noch Fackeln dabei. Oder... Hier, Fackel, perfekt. Oh, die Grafik endet jetzt aber doch. Jetzt sieht man wirklich, dass es einfach Risen ist. Nicht nur ein Geschwätz, was die so von sich geben. Au, 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 was geht denn bei euch? Petty steht sie nicht wieder irgendwo da und macht Mani und Pediküre. Okay, ich brauche schon mal meine Fackel wieder. Hochklettern, ja, können wir gleich. Und hier sehe ich überall Zuckersäcke, die schließlich auch wieder Nebenquests sind. Und eine Kiste. Mit 50 Gold drin. Auch nicht schlecht. Nicht zu verachten, sowas. Zuckersack. Und nächste Höhle. Ich schaue mich hier aber erst noch kurz um.
Zuckersack. So, 7 Zuckersäcke. 7 Säcke Zucker. 7 Säcke Zucker, verdammt. So. Anker. Wie zur Hölle kommt so ein Anker hier rein und eine Kanone? Und. Hä? Okay, die Logik muss man jetzt nicht verstehen, dass der Wasserfall an manchen Stellen lauter ist, an manchen Stellen plötzlich wieder leiser. Naja, egal. Ist ja noch ein perfektes Spiel, ist ja noch neu. Bin bei dir, wo steht sie? Wieder 10 Meter hinter mir. Danke, wirklich. Hab dich auch lieb. Ah, jetzt stirb. Verdammt, ich treff nicht. Ist ja furchtbar. Stell dich, du Hund. Also so, du Termitenhund. Genau. Patty, du bist echt die Schlauste. Sie ist halt wirklich der hellste. Was war? Yeah, Minecraft-Sprung. Sie ist halt wirklich die hellste Krone im Leuchter. Hier. Amulett. Amulett. Schick. Wo ist das? Versiegelter Brief. Versiegelter Brief von Sie, Fuego, die Piraten. Okay, das war das. Wo habe ich hier jetzt? Ah, Glücksbringer. Kugelsicher plus 5. Cool. Okay, geht's irgendwo weiter? Nach unten, okay. Hm. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Okay, und tschüss, liebe Fackel. Tschüss, liebe Fackel. Danke. Wenn ich das jetzt wieder richtig sehe, müsste ich ja jetzt dem Flusslauf nach direkt wieder... okay, es gibt kein Wassergeräusch, wenn ich durchlaufe. Es gibt gar nichts. Ich werde nicht langsamer. Nix. Ah, die Tür und Amulett. Cool. Und ein kleiner Goldbeutel mit 25 Gold. Perfekt. Okay. Wieder zurück zu Jack. Also Jack. So. Aber ich bin froh, allein weg der total verkorksten Dialoge das Ganze auf Deutsch zu spielen. Ich habe das Termitennest erledigt. Da bin ich dir aber dankbar, Junge. Wie dankbar genau? Ja, ja, schon gut. Der alte Jack braucht ja kein Gold. Noch was. Falls du es noch nicht gesehen hast, da liegt ein Buch in meinem Turm. Könnte dich interessieren. Okay, Rest. Ist klar, das Buch haben wir ja schon gelesen. Oh, dann würde ich sagen, geht's jetzt dann langsam auf zu den Piraten. Diese eine Höhle, die Richtung Norden geht, wo ich vorhin entdeckt habe, spricht mir jetzt nicht ganz zu, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da dieses Riesenviech drin ist. Von dem, wie hieß er denn? Dieser Typ eben gefaselt hat. Gut, ich laufe jetzt auch die Richtung Norden. Aber naja. Wird schon okay sein. Oh, mega Wildschweinherde. Komm schon. Oh ja, schlag halt doch noch 10-mal in die Luft, ey. Also Button Smashing reicht gegen die Viecher wirklich. Au. Solange von hinten keins kommt. Stirb. Okay, kleiner Ruckler. Okay. Kleinere Frame-Ruckler. Ich weiß nicht, vielleicht arbeitet irgendwas im Hintergrund. Ist jetzt sehr komisch. Wow, okay. Die Frame-Ruckler werden härter. Okay, aber wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, haben wir unsere Zeit wieder. Dann werde ich jetzt speichern. Einfach Let's Play. Ups. Let's Play 4. Und wow, die Framerate bricht wirklich ein. Also werde ich hier jetzt auf jeden Fall eine Aufnahmepause machen und man sieht sich in der nächsten Aufnahme hoffentlich wieder ohne Ruckler.
So, ich werde das mal rausfinden, woran das liegt. Also, bis zum nächsten Mal.